Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Mod. Das ist Hack/Mine. Der Mod fügt RPG in Minecraft. Und ja, wie ihr seht, kann man hier sein. Steve, also ein ganz normaler Mensch. Elfen, Dwarf, da habe ich keine Ahnung, was es ist. Und Zwerg. Und Zwerge sind cool. Kann man auch Warrior auswählen. Puff. Guckt euch das mal an. Hallo, ich bin ein kleiner Zwerg. Ich bin so groß wie ein Pilz. Saugeil. Guckt euch das mal an, man kann sich fast hinter einer Kiste verstecken. Ich finde so geil. Dann hat man hier... Oh. Ja. Dazu sage ich nur Fail. Schnell weg hier. Wenn man Magier ist, hat man hier schön Zauberstäbe. Ja. Und fängt halt mit dem an. Das ist ein Feuerstab. Was auch schon richtig cool ist. Dann, wenn man Shift drückt, dann geht aber auch, Also, Magier haben wir ja jetzt. So. Dann kann man hier teleportieren, 16 Blöcke weit. Hier, das ist ein Feuerball, was eigentlich total sinnlos ist. Und das ist cool. Dann kommen 3 Bälle raus, 3 Blitze. Und jetzt, das geht so richtig ab. Oh oh. Ja, da will ich es erst zeigen, da stößt die Framerate schon mal ein. Ich will mal ganz kurz gucken, was das Problem ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt müsste es eigentlich laufen. Also, das ist... Bam! Bam! Ja, und da bin ich auch schon wieder. Das lag jetzt daran, dass ich hunderte Internets offen hatte. Also Google Chrome. Hatte ich wirklich viel zu viel an. Ja, das ist der Blitz. Oh Gott. Ich wieder ruppeln. Ja, aber das ist jetzt das Coolste, das Allercoolste. Wenn jemand ein Mob wäre. Und es laggt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ja, wenn es jetzt nicht weitergeht, muss ich die Modvorstellung leider verschieben. Dann gibt's noch einen Teil 2. So. Spawnpick. Ach ja, genau. Ja, so wollte ich eigentlich später kommen. Hier. Das ist halt der Zauber. Ich finde es irgendwie cool wie Skyrim. So. Fußrot. Da! Richtig cool. Und ja, da kommen wir auch zu der Lebensanzeige. Sag mal. Das ist jetzt... eigentlich... schlecht eingestellt. Ich jetzt mal gar nicht verstehe, dass es ruckelt. Naja. Jedenfalls, das ist richtig cool. Das sind halt die ganzen Sachen, die ein Magier hat. Da machen wir mal Reload Connect Charakter. Hier nehmen wir wieder mal so einen Elf. Dann nehmen wir mal Vario. Der kann sich so. Boom! Boom. Was richtig geil ist. Ach ja, genau. Und dieser kleine Pups, weil ich so klein bin, kann. Ja, dann geht es nur an Erde oder so. Oder am Berg oder so einfach. Ja, ich drücke jetzt nichts und dann liegt es euch im Creative Pen. Normalerweise kann man sich, als so ein Zwerg kann man sich eigentlich normalerweise an so Sachen hochklettern. Ja. Dann. Ehrlich gesagt habe ich über den Warrior keine Ahnung. Ach genau. Okay, das lässt einen vorstürmen. Das zieht Gegner an euch ran. Ich kann es noch kurz an den Schwein demonstrieren, oder geht das? Ja. Komm her. Na komm. Fein.
Cool. Na komm. Oh, jetzt habe ich angezündet. Das wollte ich doch nicht. Jetzt wollte ich es. So. Dann. Die ganzen Zauberstäbe, genau. Dann hier. Das ist Eis. Macht 1 bis 3 und das macht 1 bis 3. Ja, okay, die machen alle 1 bis 3. Das ist halt einfach nur Eis, Blitz. Ich glaube, das ist vergiftet. Das ist heilig. Und das... Naja, es gibt halt Slimes, die sind alle immun gegen irgendwas. So, dann gibt es die gleichen Zauberstäbe, aber nochmal in Stärke. So. Richtig, hier unten sind die besseren. Und dann gibt es noch Bögen. Die sind halt auch alle immer stärker. Und ist da kein Drachenbogen drin? Der ist nämlich der beste. Doch, hier ist er. Das ist der Drachenbogen, das ist der beste. So, und dann kommen wir auch zu den Rüstungen. Hier gibt es echt jede Menge. Einfach so eine ganz normale Rüstung noch. Dann aus Mithril. Wer Terraria kennt, kennt auch, das ist ein Rohstoff mit Mithril. Dann einfach noch eine dickere Panzerung. Oder eigentlich eine niedrige. Das steht aber voll. 2, 2, 6, 6, 5, 5, 2, 2. Verstehe ich nicht, ist genau das gleiche wie... Naja. Dann gibt es noch aus Obsidian. Die stellt man sich natürlich stark vor. Dann noch aus Drache. Genau wie Obsidian. Die ist anscheinend ganz irgendwie normal. Und die eigentlich auch. Dann kann man, wenn man nicht im Creative ist, das zeige ich dann später, kann man sich so eine Sache auch anziehen. Und das ist das Geld. Man kriegt von Monstern, die droppen Geld. Kriegt man ein Kupfer. Also nicht immer einen, man kriegt auch manchmal 7 oder 8 oder so. 100 sind ein Silber, 100 Silber sind ein Gold und 100 Silber sind ein Platin. Und... ja. Toll. Aber eine Sache kann ich auch noch vorstellen. Ich hole die ganze Zauberstäbe weg. Und hole mir mal ein paar Pfeile. Noch einer reicht nicht. Dann hole ich mir halt diesen Drachenbogen raus. Und dann... Wie lol. Kleiner Mann. Ranger. Den muss ich ja auch noch vorstellen. Er kann auch so. Wuhu! Er kann auch diese Dreier. Das Dreier. Feuerball. Macht er gerade nicht. Nee, das ist was ganz anderes. Oh, da brauche ich doch noch ein paar mehr Pfeile. War es nicht so, dass man Creative die Pfeile nicht wegnimmt? Ach so, genau. Das ist ja Beta 1.2.3. Die brauchen wir, um das zu spielen. Dann hier, das ist ein richtig geiler Pfeiler. Pfeil. Bam. Oh, jetzt ist so gut gesehen. Auch nicht. Das war... und da, jetzt hat man es gesehen. Ja, richtig dick. Und da habe ich den Sinn nicht verstanden. Ich meine, der schießt doch nicht. Da kann ich gar nichts machen. Naja. Das ist so ein Fall. Boom! Richtig geil. Und das? Ja, man hat es gesehen. Multishot. 3... 3, 2. Ich dachte immer, der schießt immer 3. Nein, anscheinend nicht. Und halt das. Ja, und es gibt hier auch richtig Dungeons und so. Hier zum Beispiel das Hühnchen. Die haben jetzt auch richtig Lebensanzeige. Wenn jetzt so. So, wenn einfach ein Hühnchen dann
tötet Hühnchen, tötet, droppen die eigentlich richtig viele Pfeile. Das kann ich ja... Ja. Das kann man jetzt im Creative alles nicht so gut zeigen. Und ja, eigentlich droppen die dann so 6 bis 8 Pfeile immer. Also hat man hier nie ein Problem mit Pfeilen. Wenn man mal einen Bogen hat und so. So. Dann würde ich aber gerne mal einen Dungeon finden. Naja, es gibt auch so hohe Türme. Ganz hoch. Dann ist da oben so eine Truhe. Mit geilen Items. Richtig geile Items. Und da gibt es noch was, das in den Boden geht. Aber das sind auch geile Items. Ich glaube, der Boden ist für mich ein bisschen schwerer. Ja, also das war es dann eigentlich auch mit diesem Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt ziemlich knapp erklärt. Die können wir auch senden. Dann mache ich noch ein längeres Video dazu. Und ja, aber ansonsten, tschüss Leute und habt noch einen schönen Tag.